Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute zocken wir Hard Cop 2 und das ist ein Retro-Action-Shooter. Und das ist kein Wave-Shooter, also wir können wirklich mit Smooth Locomotion frei durch die Welt uns bewegen. Und es ist halt wirklich alles sehr krass auf Retro gemacht. Wir haben auch Pixelwaffen, Pixelmunition und es gibt sogar Zombies. Wie immer natürlich danke an meine Sponsoren Woodless VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und Aerofly FS Flight Simulator. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel oder wie man das auch immer nennen mag. Also ich habe selten, ihr wisst ja, ich zeige auch die Spiele, die scheiße sind, aber das hier ist wirklich, das ist schon unterste Kanone. Ich weiß gar nicht, erstmal die Musik, sorry, die kann man nicht ausstellen. Und zweitens, das glitscht die ganze Zeit hier rum, also manchmal hängt man hier rum. Und dann hat man, also die Steuerung von den Waffen und alles ist ganz, ganz furchtbar. Jetzt, wenn ich zum Beispiel irgendwas nachladen will, das zeige ich euch mal. Hier glitscht das übrigens auch die ganze Zeit rum. So, jetzt muss man hier auf A drücken. So, und jetzt kommt's hier. Also, okay, wir haben jetzt im Moment keine Munition. Aber, seht ihr, die Hand hängt hier auch schon in diesem Ding drin. So. Das hat jetzt geklappt. Also, wenn man das Magazin so aufhebt, dann geht's noch halbwegs. Aber wenn du das versuchst, hier man muss ja wirklich hier kämpfen und da kommen die ganze Zeit Gegner und so. Und dann musst du hier irgendwie dieses Magazin genau an der richtigen Stelle rausfriemeln und dann da reintun. Und dann glitscht deine Waffe auch noch weg. Also ich weiß nicht. Und dann die nächste Frage, was ist das hier? Das scheint irgendwie ein Endgegner zu sein. Auf jeden Fall hat er hier diese gelbe Linie, was auch immer. Und ich bin hier reingekommen und dann hat sich die Musik so verändert. Ich habe gedacht, oh, jetzt kommt ein Endgegner. Aber was macht der hier? Also, ich stelle mich jetzt mal... Also, ich habe den schon... Hä? Keine Ahnung, was das jetzt hier schon wieder ist. Wahrscheinlich irgendeine Traumwelt... Seht ihr hier die Hand? Es ist furchtbar. Ich weiß nicht, wer das hier verbockt hat. So, seht ihr? Jetzt habe ich meine Hand habe ich an dem Magazin für die Pistole, aber der hebt jetzt hier so eine Shotgun-Shell auf. Oh, Moment, ich muss mal kurz... Ach so. Jetzt müssen wir... Ich will jetzt meine Waffe nachladen, die ist leer. Da! Da, jetzt! Jetzt ist weiß und jetzt... Nee, immer noch nicht. Jetzt habe ich's. Also, und das im Eifer des Gefechts, diesen kleinen Punkt hier zu suchen, wo du dann die Waffe nachlädst, das ist einfach verrückt. Was auch immer hier jetzt passiert. Das ist ein Zombie wahrscheinlich, ne? Das sieht ganz cool aus hier, ne? Also, das mag ich. Wie dann so zerplatzen. Da ist noch ein... Ja, guck, der glitscht auch durch die Wand durch jetzt hier. Also das ist wirklich, ja, es ist schade, dass sowas, immer noch sowas für VR rauskommt, aber naja, jetzt fragen sich wahrscheinlich wieder einige Leute, warum zeigt der Voodoo das? Ihr wolltet so, ich habe eine Umfrage gemacht und über 70% der Leute haben gesagt, ja, zeig auch die schlechten Spiele, damit du uns davor bewahren kannst, das überhaupt zu kaufen. Und deswegen mache ich das. Ich muss jetzt hier mal. Genau, so. Ich meine, so. Halt, ich meine, von dem Retro-Style, da kannst du ja nicht meckern. Ne? Also, das ist ja ganz witzig hier, wie die so alle auseinanderplatzen und so, aber. So, jetzt ist die Waffe wieder leer. Jetzt auf A wirft man das aus, das ist ja alles noch gut.
Nee. Nee. Jetzt. Allein diese Tatsache hier gibt schon von mir einen Daumen nach unten. Weil in einem Shooter-Game, was als Retro-Action-Shooter beworben wird, dann will ich hier zack, zack, schnell, bam, bam, bam. Da muss hier alles zackig gehen. Da kann ich nicht 15 Sekunden hier rumwursteln, um das Magazin da rauszukriegen. Und außerdem erwarte ich nicht, dass hier alles durch die Gegend glitscht. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, keine Ahnung. Hä? Muss ich das verstehen? Ne, hier waren wir gerade. Ich glaube, wir müssen klettern. Ich glaube, wir müssen klettern. Hä? Ach so, hier haben wir noch so ein Messerding. Nö, also ich weiß nicht, was das hier jetzt ist, ehrlich gesagt. Aber ist. Ich glaube, wir müssen das drücken. Gott, Gott. Ich schieß mal drauf. Ja, und auf den Boden gefallen. Also. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also irgendwas ist ja da oben und wir müssen anscheinend da hoch, aber vielleicht müssen wir so. Gott. Keine Ahnung, irgendwas ist hier schon wieder. Vor allem, du kriegst an dem Spiel, kriegst du gar nichts erklärt, ja. Am Anfang, auf meinem englischen Gameplay, da stehst du in so einem Helikopter drin und dann weißt du gar nicht, was du machen sollst. Und da ist irgendwie, das sieht so aus wie so ein weißer Strich irgendwie. Und da musst du dann irgendwie so dran ziehen, damit eine Tür aufgeht. Also, pff, naja. Okay, offensichtlich müssen wir. Okay. Also wenn das hier immer so zittert, ne, das sind Glitches, da ist irgendwie so eine unsichtbare Mauer oder irgendwas klemmt da, ich weiß auch nicht, was das ist. Nee, also irgendwie ist das alles ganz schön fieser Käse hier. Sehr sogar. Hier kam ich her, ne? Also das wird nicht so sein, dass wir hier lang müssen. Irgendwie muss man anscheinend klettern. Kann natürlich auch sein, dass man letztendlich da den genauen Punkt wiederfinden muss, wo man hier. Oh, guck mal, man hat sogar. Das ist ja Wahnsinn. Finger-Tracking hier. Ich laufe einfach mal ins Feuer. Macht nichts? Nee. Ja, keine Ahnung. Also. Letztendlich, egal, auch wenn wir hier weiterkommen würden, das ist wirklich absoluter Mumpitz. Ne? Also hier funktioniert wirklich alles nur von 12 bis Mittag. Spaß macht das sowieso nicht. Und funktionieren tut es halt auch nicht. Und das ist sehr, sehr schade, weil letztendlich bin ich ja schon ein Fan von so Retro-Stuff. Ne? Also ist ja eigentlich schon so, dass ich das mag. Aber so halt nicht, ne? Es kann halt hier alles. Vielleicht müssen wir sogar diese Dinge hier kaputt machen. Oh nein, mir graut es jetzt schon wieder davor, diese Waffe nachzuladen. Nein! Jetzt.
Also hier ist ja offensichtlich ein Schalter, ne? Also der wird ja auch weiß angeleuchtet, aber keine Ahnung. Ich drücke einfach mal alle Knöpfe. Irgendwas ist hier. Wir müssen. Irgendwas ist hier mit diesem Ding, schätze ich mal. Vielleicht müssen wir es so festhalten. Ich würde sagen, wir lassen es einfach. Selbst wenn wir jetzt irgendwie da hochkommen, es ist einfach nicht spielenswert, ja. Das ist einfach Bullshit und das muss man halt einfach auch mal klar sagen. Deswegen, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Hardcop 2. Ja, das ist natürlich, also, völliger Mumpitz. Ne? Also, da mangelt es ja an allen Ecken und Enden. Ne? Es gibt Tonnen von Glitches, die während dem Kampf oder beim Nachladen fällt die Waffe dann auf den Boden. Überhaupt das Magazin zu kriegen, das ist völliger Quatsch. Es gibt keine Anweisung, was zu tun ist und die Hälfte davon scheint sowieso nicht zu funktionieren. Und letztendlich macht es halt auch gar keinen Spaß. Und das ist halt das große Problem hier vor allem, ja. Ich meine, letztendlich ist, ich meine, hier so die Köpfe wegschießen und das Pixelblut, das ist ja ganz, ganz witzig, ja. Aber das muss dann auch wirklich zackig funktionieren. Zack, das Magazin, zack, nachladen, bam, bam, bam. Perfekte Locomotion, keine Glitches und so. Dann würde ich sagen, okay. Aber selbst für 1,59, also nee, sorry Leute, vergesst es, das bringt leider nichts. Allerdings muss man sagen, hier, der Entwickler, der sagt jetzt hier, ja, die Demo-Version ist dieselbe wie die Paid-Version. Also letztendlich ist es halt kostenlos, aber lass es. Lass es einfach sein. Es macht keinen Spaß. So sieht's aus. Also Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.